Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar, wie wir sehen, können wir jetzt Züge auch aktivieren. Und das zeige ich dann auch gleich wie. Einmal haben wir die U-Bahn, Straßenbahn halt für alle Routen. Und dann haben wir auch nochmal die Zugrouten für alle Strecken, wo jeweils eine Bahn dann drauf läuft. Und zwar das Ganze ist dann KI gesteuert, ja. Die sind dann auch nicht mit einem Panzer oder so anzuhalten, sondern ja, so die fahren einfach weiter. So, dann würde ich noch mal sagen, dass wir uns die anderen Züge noch angucken. So, hier müssen wir noch kurz warten. Ja, die Schranken und so, die gehen natürlich auch automatisch runter. So, da kommt er schon. Ja. Eigentlich sollten sie jetzt hochgehen. Gut, im Normalfall gehen die auch hoch. Ich weiß nicht. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch zur Installation, ihr könnt das selber nochmal prüfen und ja, Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. So, wenn wir das Ganze dann heruntergeladen haben und entpackt haben, dann haben wir diesen Ordner hier, da kopieren wir uns schon mal den Namen raus und öffnen den FileZilla. Und gehen einfach in die Server CFG. So, hier scrollen wir dann wieder runter und fügen das Ganze einfach mit Start, Leerzeichen und dann den Ordnernamen ein, wie ich das hier gemacht habe. Start, Leerzeichen und dann den Ordnernamen. Dann gehen wir hier auf Speichern, schließen, übernehmen
Jetzt gehen wir noch in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner oder in einen Unterordner, je nachdem, wo ihr das hinhaben wollt. Ja, einfach zack, reinziehen. Weit installiert, jetzt nur noch Server neu starten und die Straßenbahn und die Züge werden dann auch automatisch geladen. Gut Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao.